Und als nächste Rednerin zu Wort gemeldet Agnes Sirka-Brammer von den Grünen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher, ja, diese Debatte zeigt es einmal mehr. Es ist ein dringendes Problem, worüber wir sprechen. Die Menschen kämpfen tagtäglich mit den Folgen der Teuerung, die sie tatsächlich an allen Ecken und Enden spüren. Und am meisten spüren es diejenigen, die es schon vorher schwer hatten. Und das Einzige, was die Menschen selbst tun können, ist, sich einzuschränken. Es trifft aber genau auch hier wieder diejenigen am meisten, die schon vorher zwei-, dreimal überlegt haben, kann ich mir diese Extraausgabe noch leisten oder eben nicht. Und hier sind wir aber an einem Punkt, wo man sich das nicht überlegen kann. Die Miete ist die Miete ist die Miete. Und da kann ich nicht sparen, da kann ich nicht weniger ausgeben. Ich muss das zahlen, was verlangt wird, weil sonst verliere ich die Wohnung. Deshalb ist dieses Problem so dringend. Und deshalb haben wir auch schon vorher den Wohnschirm geschaffen, mit dem wir schon vielen Menschen geholfen haben, aus teuren Wohnungen rauszukommen in günstigere Wohnungen. Aber das allein reicht nicht, denn das Gesetz und nicht irgendein Beschluss, sondern das Gesetz sieht vor, dass die Mieten zu steigen haben. Und hier können wir aber entgegenwirken. Und deshalb arbeiten wir hier auch gemeinsam an einer Lösung, die das schafft. Es geht insgesamt in ganz Österreich um weit mehr als 400.000 Haushalte, die direkt betroffen werden von dieser Maßnahme und für die wir jetzt etwas tun müssen, jetzt gemeinsam eine Regelung finden müssen. Und es gibt ein Paket, das wirklich ausgewogen ist, das beiden Parteien, und es wurde schon gesagt, es ist ein privatrechtlicher Vertrag, hier ist der Staat außen vor. Es ist kein staatliches Geld, das in die Hand genommen wird, und es sind keine staatlichen Einnahmen, um die es geht, sondern es geht wirklich um einen Vertrag zwischen zwei Parteien, Mieter, Vermieter. Und für beide bringt dieses Paket Vorteile, nämlich für die Mieterinnen und Mieter den Vorteil, dass die Erhöhungen portioniert werden können und so in ein erträgliches Maß umgesetzt werden können. Und für die Vermieterinnen und Vermieter bringt es den Vorteil, dass sie in thermische Sanierungen und dass sie in Heizkesseltausch investieren können, steuerbegünstigt investieren können, was dann wiederum in einem nächsten Schritt auch den Mieterinnen und Mietern zugutekommt, die dann geringere Kosten für das Heizen, für das Wohnen haben werden. Aber dieses Paket geht in seiner Wirkung auch noch darüber hinaus, denn es hilft auch jeder und jedem Einzelnen von uns allen, indem diese Maßnahmen inflationsdämpfend wirken. Das heißt, dieses Paket, das hier am Tisch liegt und jederzeit beschlossen werden kann, dieses Paket bringt wirklich für alle nur Vorteile. Und deshalb legen wir auch wirklich alles daran, dass wir das genauso schaffen können. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, dass man das nicht vermischt mit Maßnahmen, die nicht in dieses Wechselwirkungsverhältnis eingreifen. Grunderwerbsteuer ist ein Thema, darüber kann man reden. Und auch hier muss man sagen, natürlich können wir darüber reden. Aber hier brennt es. Bei den Mieten ist es dringend. Die Mieten müssen jetzt geregelt werden. Die Mieten steigen und steigen, und es ist gesetzlich vorgesehen, dass sie steigen werden. Das können wir anders als durch eine Einigung nicht verhindern. Die Grundstückspreise, die stagnieren, und hier haben wir Zeit, eine Regelung zu finden und gemeinsam etwas auszuarbeiten, das ausgewogen ist, das für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die richtigen Akzente setzt und mit denen wir nicht Millionen Luxusvillen steuerbegünstigt anschaffen können und mit denen wir nicht die Erben und Erbinnen hier noch begünstigen können. Wir schaffen das gemeinsam, da bin ich sicher, weil wir schon so vieles gemeinsam gemeistert haben. Für Mieter und Vermieter würde das Paket Vorteile bringen, sagt Agnes Sirka-Brammer von den Grünen.